Achterbahn heißt das Stück im Fritz-Remort-Theater. Ein lustiges Auf und Ab der Gefühle mit den bekannten Fernsehschauspielern Alexandra Kamp und Volker Brandt. Mein Kollege Holger Weinert hat Alexandra Kamp getroffen vor der Aufführung, und zwar dort, wo sich das Theater befindet. Das Theater liegt im Zoo und Schauspielerin Alexandra Kamp geht noch kurz frische Luft schnappen. Enger Besuch im Zoo. Schon 230 Vorstellungen hat sie bundesweit hinter sich und auch in Frankfurt ist Achterbahn ein ziemlicher Erfolg. Moment, es ist so schön und ich versuche wirklich täglich vor der Vorstellung hier nochmal in den Zoo zu gehen. Dann ist es hier so schön ruhig und dann kann man nochmal den Text durchgehen. Das ist ja ein anstrengendes Stück. Das ist ein anstrengendes Stück. Es sind zwei Personen, die ununterbrochen auf der Bühne sind. Mhm. Und es ist aber auch ein großes Geschenk für eine Schauspielerin, innerhalb eines Abends in so viele verschiedene Rollen schlüpfen zu dürfen. Erst war es nur eine einfache Barbekanntschaft, bis bei ihm zu Hause die Achterbahnfahrt der Rollenwechsel beginnt. Was sagen Sie dazu? Was ich dazu sage? Nichts. Ich sage nichts dazu. Urviecher ist sie gewohnt, sie spielt ja mit dem altgedienten Volker Brandt. Das gefährlichste Tier Afrikas. Die können wirklich jemanden zerfleischen. Sie aber auch fast auf der Bühne. Sie machen das nur so raffiniert. Sie sind süß. Das heißt? Sie sind süß, heißt, es ist in Ordnung, wir schlafen miteinander. Das ist ja ein ständiger Rollenwechsel, ne? Ist ein, erst abgeschleppt, dann plötzlich Nutte. Dann edel Callgirl. Na hör mal, wenn ich gleich auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, du, es kostet 500 Euro. Die fährt ganz schön Schlitten mit ihm. Ja, hey, es kostet 700. Was? 750. Oh, wenn das Humor sein soll, dann kann ich nicht teilen. Nein. Ja. So hübsch. Das hier geht jetzt entschieden zu weit, wie so manches auf der Welt. Die Bonobos sind sehr unanständig, ne? Die, wie das Stück. Die Bonobos sind vor allem, die sind tiefenentspannt, weil die haben Sex miteinander auch zur Stressbewältigung, nicht nur zur Fortpflanzung. Woher wissen Sie das? Weil ich mich erkundigt habe, weil die sind ja nur am Poppen. Und irgendwie passt das Stück perfekt ins Umfeld. Sie arbeiten im Zoo! Auf was für Männer stehen Sie denn? Bonobos? Ja. Das ist das Tolle am Privatleben, dass man es privat halten kann und es nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Auch wenn man so charmant fragt wie Sie, Herr schade, Weinert. Schade, aber ich habe gehört, ein Adelsmann ist jetzt im Kurs. Man weiß es nicht, man munkelt's bloß. Aha. Und, gut? Ich bin sehr glücklich, seit über 4 Jahren. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So lange geht das schon. Siehst du, habe ich schon wieder zu viel gesagt. Frauen. Feminismus. Ach, du Liebe. Und jetzt gibt sie sich auch noch als Journalistin einer Frauenzeitschrift aus. Es wird immer doller. Dreimal im Jahr führen wir eine Feldstudie. Es geht darum, das seltsame Tier Mann besser zu verstehen. Apropos, sind Männer so wie in dem Stück? Ich habe schon einige Kröten kennengelernt. Es gibt Gottes Gruselkabinett ist groß. Das Publikum fühlt sich irgendwie aufgehoben. Den Schluss verraten wir nicht. Ich muss mal jetzt hier spielen in einer Dreiviertelstunde. Ach was? Ja. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön?